Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, also es ist ja kein richtiges Let's Play, ja doch eigentlich schon, Let's Play Blutmond. Wir werden später noch eine Hausführung machen, würde ich sagen, nach dem Blutmond. Mal gucken, wie wir das überstehen, den Blutmond. Das ist unsere kleine Siedlung. Also ich hatte es ja schon erwähnt, dass wir alle zusammen auf einem Server spielen. Ich hatte ja auch schon Videos gemacht hier von diesem Server. Und nee, vom letzten Server, glaube ich. Von dem jetzigen habe ich, glaube ich, noch kein Video gemacht, oder? Wir werden dann später noch eine Hausführung machen, wie wir das gebaut haben. Die Mods, welche ich benutze, oder welche wir benutzen, welche wir auf dem Server haben, werde ich euch unten mal verlinken. Damit halt zum Beispiel dann der Schornstein raucht und so Sachen. So, die Falle habe tatsächlich ich mir diesmal ausgedacht. Und deswegen habe ich sehr viel Angst, dass wir verkacken werden. Weil es ist meine erste Falle, die ich gebaut habe. Und wir haben tatsächlich alle zusammen schon ein Spielstadium von 1035. Also wie ihr seht, es ist schon einiges. Aber gut, hier der Tobias und der Justin, die haben mir ein bisschen geholfen, das alles ein bisschen zu drücken. Mit den Tonen. Nein. Ja, also. Ihr seht es schon, es ist ein riesen Klotz, kann man sagen. Es ist eine richtige Maschinerie, die da abgeht. Und zwar, passt auf, wir haben hier, ihr seht, ist eine Sträge drinne. Ich nenne es die Riesenrutsche. Seht ihr? So geht es dann runter. Und es ist dann halt einfach schwer, wieder da hochzukommen. Ich meine, man kann dagegen drücken und wenn man normal hochläuft, funktioniert es gar nicht. Man muss hüpfen. Ich weiß, dass die Zombies auch hüpfen können, das weiß ich. Aber im Großen und Ganzen, ne? So, dann haben wir hier, ihr seht, Klingenfallen. Wir sind zu sechst. Es ist auch jetzt auch für sechs ausgelegt. Es werden aber mindestens vier benötigt, um die Falle akkurat spielen zu können. Oder bespielen zu können. Denn, passt auf, ihr seht ja, wir haben hier zwei Aufgänge. Wenn man dann hier oben ist, zack, zack, einer steht hier. Die Schubser schubsen hier nach unten und einer steht hier und die Schubser schubsen hier nach unten. So, danach haben wir hier links und rechts, wie gesagt, das sind diese zwei Extraplätze. Die sind hauptsächlich da, um die Geier wegzuschießen und. Also da kann ein bisschen was passieren, nicht? So, und dann haben wir hier unten die ganze Gerätschaft. Jetzt gucke ich gerade, ich glaube, ich habe nämlich meine Nagelpistole vergessen. Okay, muss ich gleich noch holen. Hier ist zum Reparieren der Klingenfallen. Die ganze Gerätschaft. Und, ja, Jeretik hat sich hier schon seinen Schützturm aufgebaut. Ja, wir werden sehen, wie das Ganze hier läuft. Ich hoffe mal, ich habe hier so ein paar Sachen mitgebracht, falls irgendwas ist. Kann man auch mal austauschen mit oben und unten. Die Schubser sind von den Leuten oben tatsächlich besetzt. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich hoffe, dass ich mich, dass ich einfach nicht verkacke. So. Okay. So, wir müssen nochmal zurück ins Häuschen. Oh, es geht schon mal los. So, zack. Ach komm. Ich hätte das Motorrad nehmen sollen. Das mit dem Verschwinden, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich mache mal einen kleinen Cut und wir sind gleich in der Falle wieder. Ich denke mal, dann geht's schon los. Und dann sagen wir auch den anderen mal Hallo. So, da sind wir wieder. Ja, die anderen sagen jetzt auch mal Hallo. 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 Hallo, Hallo YouTube. Es geht jetzt gleich los. Wie gesagt, das sind meine Klingenfallen hier und hier sind auch nochmal zwei. Die werden dann später noch angemacht. Oh Gott, ich bin ein bisschen außer Puste. Okay. Das hier ist nur so ein Relais. Wenn man durch eine Wohnung rennt und auf Toilette muss. Was? Was? Nein, das passiert, wenn ich meine sexuelle Schwungmasse bewege. Ja. Nicht? Die schwingt hart. So. Ja. Wir werden uns die Falle dann später noch mal ein bisschen von außen besser anschauen. Aber jetzt haben wir ein bisschen Druck wegen der Blutmondgeschichte. Oh Gott. Ah, seht ihr? Jetzt hätte ich fast vergessen, die Kugeln umzuschalten.
Ja, mal gucken, wie viele von den 4000 noch übrig bleiben. Das bin ich auch bei mir sehr gespannt. Ich würde sagen 1000. Nein. Hast du auch 4000? Nee, ich hab. Welche Munition meinst du? 7,62er. Aber es geht ja darum, 700. Generell um Munition. Ich hab 700. Ich hab ja nur 7,62er Waffen. Okay. Ich hab 9mm mit, also wer braucht. 900 habe ich mit. Gleich geht's los. Gleich. Ich weiß jetzt gleich zu Anfang, wird es halt erstmal übelst langsam losgehen, weil einfach noch nicht viel passiert. Und dann kommen sie ja auch nicht immer alle von vorne. Ich will hier nicht stehen. Wir werden sterben. Wieso kann ich hier nicht mehr rausspringen? Yeah. So, Achtung. Und. Ich steck fest. Schön. Perfekt. Okay, die Selina spielt schon mal nicht beim Blutmund mit. Bist du denn da? Hä? Meine Energie geht runter. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt. War komisch. Oh, es laggt. Hilfe. Ich sehe noch gar nichts. Wir kommen gar keiner. Da kommt sie angerannt. Von mir kommen sie hier. Oh, da. Ui, die Zombies buggen aber. Also ich bin ein bisschen vorsichtig. Deswegen, oh. Aber man hört schon ein bisschen das Schlitzen, ne? Ja, ja. Und sie rutschen. Oh, sie können aber auch hochlaufen, ne? Polizist. Oh Gott. Wir gehen drauf. Was für eine Geräuschgeluste. Ist das ein Depot, ha? Ja. Das ist nicht nett. Wir werden alle sterben. Der ist tot. Okay, wir gucken mal zwischendurch. Oh, da fliegt was. Essen ist fertig. Schatz, alles okay da oben? Ich glaube, die Luke ist weg. Ja, die Klappe ist weg bei mir. Kannst du eine neue machen? Nee, gerade sehr schlecht, weil hier kommt hier nur hoch. Ich versuche zu gucken, dass ich hinkriege. Ansonsten komme ich gleich mit hoch und wir schießen beide. Aber doch, es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir gehen uns das sowieso mal anschauen. Teile, ne? Solange die mein Stahl noch da ist, kann ich das hier noch aufwerten. Scheiße, er hat drinne. Eine Eisenklappe, ne? Ja, ich hab sie schon hergestellt. Ich müsste nur irgendwann. Okay, mal ich schieße. Mach. Ich bin da. Dumme Lischer! Kriegst du nicht gesetzt? Ja, weil da Leichen mal liegen. Ja, das ist halt die Scheiße. Okay, versuch jetzt. Oh nein! Demolator, zwei Mann. Wie scheiße ist das denn? Oh, Brainy ist doch gar nicht da. Ich kann sie nicht setzen, scheiße. Scheiße, hallo, ich brauche hier oben Hilfe, herrlich. Ich bin da oben. Gleich tot. Hinter uns. Boah, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wir gehen drauf. Ich stell mich hier mit. Wo sind die Demolisher an? Schatzi, ich stell die Falle. Stell das Ding hin. Komm mal zu mir, Selina. Komm mal. Schatzi, stellst du die Falle? Ey, wieso falle ich hier denn andauernd wieder runter? Du hast mich irgendwie weggeschubst. Nein, hab ich nicht. Ich bin unten. Ihr müsst mal die Dinger ausmachen. Sind
Sina, wo ich bin unten. Macht mal bitte die Dinger aus. Danke. Ich komm gleich hoch. Ich komm gleich hoch. Ja, ich brauche hier Hilfe an der Klappe. Komme. Mach die Dinger wieder an. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Ich komm. Das ist zu eng. Alles einfach. Gut. Hinbauen. Ich komm hier von allen Seiten. Die Schlupfe funktionieren nicht. Ich muss reparieren. Die Klappen müssen repariert werden. Scheiß Rotz ist kaputt, Mann. Ah, ganz ehrlich, es läuft. Naja, ich bin auch wieder unten, ne? Wenn das gleich so weiterläuft, bin ich gleich tot. Ich bin jetzt auch. Spider, oh Gott. Meine Waffe ist kaputt. Ja, ja. Ich muss reparieren. Oh, nachladen. Hinter dir, Schatz. Alter. Das geht so brutal. Die zwei Schubse auf Norde arbeitet gar nicht. Mein Schubse arbeitet jetzt auch, ne? Weil die zwei nicht funktionieren. Der eine Schubse arbeitet hier nicht. Kann auch sein, dass er schon kaputt ist. Ja. Ja, die sind. Ich kann einen noch aufstellen. Einen habe ich. Aber ich komme nicht ran, dass ich ihn platzieren kann. Einfach nur grün, ey. Naja, was hast du erwartet? Oder auch nicht. So, wo soll ich den platzieren? Ganz schlecht hier zu platzieren. Okay, den Simulation, Richtung Süden. Den hab ich schon im Kopf geschossen. Alter. Okay. Da ist noch ein Loch, Jimmo. Der ist weg auf Süden. Okay. Der auch nicht, der kommt wieder. Der ist wieder weg. Oh. Oh, immer diese Hüpfer. Ja. Das sind die Hüpfer. Das ist das reinste Chaos hier. Nein. Das ist geplantes Chaos. Verdammt. Können wir die Schnetzler unten nicht wieder anschalten? Oder? Ach ne, der ist kaputt. Entschuldigung. Hä? Nee, die Schnetzler muss man anschalten. Müsste ich die wieder anmachen. Nee, der eine ist schon kaputt. Ach so. Müsste einer reparieren. Naja, ich kann nicht oben und unten bleiben. Das Problem ist, Brainy sollte eigentlich hier stehen. Ich habe keine Ahnung, wo Brainy hin ist. Crazy ist runter. Crazy. Just, wo sind die Teile? Da musst du durch die Luken gucken, ne? So. Hast du Stahl mit? Ansonsten ist was unten in der Kiste. Stahl. Flatsch, flatsch, flatsch. Okay, schaffe ich es denn noch zu reparieren? Was denn? Boah. Meine Geschützturm. Schubser. Ja, ich kann ihn halt nicht mehr. Oh, es gibt was.
Wo denn? Na danke, jetzt hat mich Spaß. Der kriecht hier. Der kriecht bei mir, das Demo. Ja, bei mir auch. Hier, muss. Hinter dir! Da hinten ist auch nochmal ein Demolisher. Oh, die Demolisher, ne? Die machen uns das Leben wieder schwer. Oh, da kommt noch einer! Verdammt! Oh Gott, dann sind noch 4 Stunden. Ich muss reparieren. Ich auch. Scheiße. Ein Schubs haben wir noch. Das ist halt meiner. Ich bin raus, ich bin oben. Okay, ja. Scheiße. Wo warst du? Unten oder oben? Oben. Und bei mir ist es hier noch kaputt. Scheiße. Das war richtig dritte Welle hier. Oh mein Gott. Oh, man hat ja aber keine 5 Sekunden mal Luft. Funktionieren die Schlitzer unten noch? Ja, ich war gerade gucken, ob die repariert werden. Okay. Oh, das muss repariert werden hier unbedingt. Ich laufe rum und repariere so gut wie ich dran komme. Ja. Also wie gesagt, unten müsste ja Stahl drin liegen. Ich habe Stahl gefunden, ja. Tobias? Der ist rausgeflogen. Ja, ich wollte ihn jetzt nur sagen, dass er weiß, wenn er sich jetzt einloggt, dass er unten rauskommt. Und dann machen sie die Häuser kaputt. Hä, ist er gestorben? Ja. Rausgeflogen. Nein, er ist rausgeflogen. Da kann er sich einloggen, dann kommt er hier wieder raus. Ja. Geht ja nur, wenn du stirbst. Ja. Ne, ich hätte jetzt überhaupt bis zum Mond, weil ich auch den Gedanken hatte. Nee, du kommst ja hier raus. Du bist ja hier ausgeloggt quasi. Auf der Seite ist hier gar nichts mehr. Ich will auch mitspielen. Eieiei. Du, ich könnte gerne mal eine kleine Pause hier brauchen. Du kannst gerne hier auf meinen Seite. Naja, dann geh. Ups, ich bin nur durchgesprungen. Ups. Ich hab nur noch 1000 Schuss, Leute. Sauber, läuft bei dir. Wovon? Von 3000. Nee, ich weiß, 7,26. Ja. Ich bin hier nur auf Aufwerten, ne? Aufwerten? Nicht aufwerten, reparieren. Reparieren. Hey, im Großen und Ganzen hat's doch gut funktioniert. Wir sind noch lange nicht durch. Das ist voll, wenn du durch willst. Klappe. Die gehen auch, okay. Du siehst halt einfach nur Zombies fliegen. Ja. Oh, da hinten sind noch ganz viele. Schubs sei da. Mensch, reparier die Waffe. Oh mein, jetzt machen wir hier auf, Junge. Der Schubser ist wieder kaputt da. Also meiner bei City gerade zu, der funktioniert noch. Ja, und meiner bei Tivan, der funktioniert auch noch. Kann auch sein, dass dadurch, dass Tobias nicht da ist, weil ich glaube, er hat auch ein Schnittfeld, oder? Ja, ich meine hier hinten als Unterstützung. Oder da, wo ich
Tobi war hier. Na, ist der Käfig noch intakt? Mal rum. Oh. Halbwegs, Mann. Wunderschön. Und Schatzi, kommen auf deiner Seite auch wieder welche? War gerade mal ein Blindgänger. Noch. Ein Blindgänger? Ein Blindgänger, Mann. Der wusste nicht mehr, wo man sich sammelt, ne? Genau. Alter. Alter, die packt richtig gut. Oh, Vogel. Erwischt. Okay, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schatz, sag was. Ich kann dir ein bisschen Unterstützung geben. Ja, ich hab eigentlich bis eben, muss reparieren. Bis eben lief's richtig gut. Und dann plötzlich nicht mehr. Ja, aber das ist immer so stellenweise. Irgendwie war meine Ausdauer komplett auch alle. Vogel. Komplett Vogel. Erwischt. Ansonsten, Schatz, ich stehe hinter dir und schieße über die Schulter. Okay. Ist dich. Ach komm, das läuft gut. It works. Oh, ihr dürft ja auch gerne. Erstes Bein weg, dann den Arm. Ihr dürft ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wie es läuft. So. Ich geh runter, eben guck, ob die Zerstützler eben. Jo, alles gut. Bisschen was ab. Was noch? Richtig. Du musst auch hier auf die Stufe hier achten. Ich muss meinen Schutzer reparieren, Schatz. Okay. Ich schieß gerade von der Seite, warte, dann komme ich wieder von vorne hin. Ja, ich brauche Munition. Ich werde hier ein bisschen was abgeben. Wenn ich wieder hochkommen könnte. Ich kann gerade nicht sitzen. Naja, weil. Ich brauche jetzt einen ruhigen Moment. Mhm. Wäre halt schön, wenn die mal wieder von der anderen Seite kommen könnten. Brady? Aber das haben die nicht vor. Danke. Alter! Mhm. Das hört sich an, Jo. Nachladen. Vogel! Komme! Warte, jetzt könnte ich Glück haben, Muss ich? Ah, wieder ich nicht, schieße. Wieder nicht. Vogel! Vogel! Ciao! Ach Mann! Nur wenn ich setzen will! Ich muss nachladen! Die wissen das! Die haben Angst! Oh, wie die Köpfe immer abfliegen, alter Schwede. Oh, Schatz, hinter uns, Demo! Oh, oh. Wo ist dein Kopf? Wo ist der denn? Ich muss reparieren, schnell, komm okay. Hinter uns. Der ist runtergefallen, ne? Der wird wieder schaffen. Okay, Schubrisch. Naja, das steht scheiße. Na, du hast Zeit, die kommen jetzt anscheinend von der Seite. Ja, Schubser steht wieder. Okay. Oh, mein Schubser ist wieder kaputt. Immer von der Seite, von der die kommen. Immer von Norden. Demolischer! Kopf! Ja, hab ich. Der lebt aber noch. Hä? Oder? Weiß ich nicht, also für mich sah es so aus, als hätte es Platsch gemacht. Ich hatte einen kurzen Lag und dann war er weg. Muss reparieren. Ja, warte. Nein, ich muss die Waffe reparieren. Ja, ich muss auch die Klappen reparieren. Oh nein, oh. Was? Hilfe. Oh, er lebt noch. Okay. Das ist runtergefallen, glaube ich, oder? Nein! Okay, der ist weg. Nein.
Ah ne, das ist der Biker. Oh mein Gott. Leben am Limit. Alter. Bleib doch mal liegen jetzt. So, bitte. 190 Schuss noch. Ich hab auch nicht mal viel. Okay, ja, ja, die Turrets greifen an. Jetzt können wir entspannt hier. Kann dann mal einer raus und kann die Dings da. Was? Welche Dings? Machst du die Klappe hoch? Ja, wir sind halt umgeschaltet. Weil ich. Ja, gut. Komm, ich gebe dir Backup, wenn du reparierst. Ich wollte reparieren. Nee, ich warte jetzt, bis die wieder auf der anderen Seite sind. Das geht ab, ey. Oh, oh! Ich weiß nicht, ob ich seinen Kopf erwischt hab. Nein, nein, der lebt noch. Nein! Scheiße, weg! Schatz, 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 Schatz! Mach Boom! Der hat aufgehört zu piepen. Der hat aufgehört zu piepen. Der hat aufgehört zu piepen. Der hat wohl Vogel oder was? Ja, natürlich. So viel Lootsäcke, ne? Man kann nicht. Ich hab dich dran. Nimm das kurz hier raus. Selina. Ja? Ich muss mal kurz raus. Steven, du auch mal kurz weg. Warte, ich bin weg. Mach die Klappe hinter mir zu. Hab ich. Oh, 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 ich hab. Nein, 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 nein. Die Klappe ist weg, Schatz. Hier ist ja sowas von alles weg. Das hab ich doch aufwertet, das hab ich. Stimmt, wir haben ja noch eine Klappe. Ja, da ist auch der Generator. Wenn der wegfällt, sind die Fallen weg. Da ist schon wieder hin. Das ist ein bisschen schwer. Ich hab grad Notfalllösung, ne? Wir müssen jetzt hier Platz schaffen, damit wir die Klappe setzen können, Schatz. Ja. Von der anderen Seite, oder? Okay, warte mal kurz. Ich repariere meine Waffe, dann gehe ich vor und versuche. Hä? Nee, das schaffe ich nicht. Was hat der für einen langen Arm, Digga? Digga. Der greift mich an von 100 Metern. Okay, komm, Schatz, jetzt. Ich versuche von außen die aufzuhalten. Au, 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 au. Komm zurück, Klappe ist da. Okay, 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 okay. Vögel. Komm, erwähnt das Vögel nicht. Hast du noch Munition für mich? Wer, was? Nee, ich hab nichts mehr. Ich meine, ich hab noch, Ah, noch 200 hab ich noch. Aber, ach, Mann. Was brauchst du denn für welche? Das ist, ich hab genug. Ich hab das ausgepackt. Die wollen hier rein. Ja. Wieder ein Demolisher. Die sind drin. Was? Pass. Wo sind die drin? Oh. Soll ich hier einfach aufwerfen, bis ich kein Material habe? Also darf ich Material nehmen. Ja. Dann mach. Ich muss die Falle, ja, warte. Ich muss nachladen. Demolisher. Hab kein Zippen mehr. Ich glaube, du hast ihn runtergeschossen und nicht am Kopf, oder? Nein. Leben am Limit. Ja. Kommt wieder ein Demolisher. Ciao, ne, Leute. Wir sehen uns. Ich versuche, ins Spiel wieder reinzukommen. Okay. Versuch es nicht. Geht nicht. Okay, Schatz, auf! Und auf, gemein. Ich hab jemanden mitgebracht. Oh, oh. Wir haben uns nicht vergessen. Ach, scheiße, wie viel Demo kommt der Mann hier? Oh, er biebt. Fuck. Ich bin nicht weggekommen. Klappe ist aber wieder hin, ne? Mach mal eine neue. Oh, oh, es kommen auch richtig viele. Schatz, beeil dich mit der Klappe, bitte. Oh, ich sehe kaum was. Das ist so schlimm. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Gott, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Komm rein, komm rein. Jetzt wäre ich fast runtergefallen.
Wir müssen hier aufwerten, ne? Aufwerten oder reparieren? Reparieren meine ich doch, Nein, das ist Demolisher. Demolisher von Nord. Und der nächste. Ja, den dritten Schuss im Kopf. Oh, bei mir ist es wieder kaputt. Okay, der ist runtergefallen. Schatzi, lass mich mal hier hin, lass mich mal hier hin. Warte. Die gehen hier spazieren. Scheiße. Jetzt. Komm schon. Das ist hier schon alles durch. Ja, das sind die Kotzer, ne? Hallo? Ja. Hallo. Ich komme hier nicht mehr hoch. Lol. Ey, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ach komm, das kann's doch nicht sein. Oh, es leckt halt auch einfach. Ja. Ich komme da nicht mehr hoch. Mein Schubser ist gerade kaputt gegangen. Hä, hey, der steht doch von der anderen. Ich komme hier nicht mehr hoch. Nein, ich hab den hier stehen. Oh Gott. Ich komm mal schon. Stell den Schubser jetzt einfach hier hin. Ruhe in Frieden. Lasst mich bloß Ruhe, Leute. Ciao. Vorsicht, Schatz, fällt da runter. Ich muss da mal was zubauen. Vögel. Nicht hier im Gang stehen. Ja. Demolition Nord. Oh, Justin, du hättest fast geschafft. Ja. Ich hab kein Holz dabei. Der Rätsel ist zu suchen. Der Modischer von Nord. Puh, was für ein Durcheinander. Ich komm übrigens nochmal. Halt, war das kaputt. Wo ist mein Moped? Alter. So, Leute. Ehrlich, die Treppe hat's überlebt. Die Dinger ausmachen. Sind alle tot oder leben noch ein paar? Ja, wir haben es geschafft. Und die Falle steht. Yay! Yeah. So, der Blutmond ist überstanden und ich wollte euch ja mal unser Haus zeigen, beziehungsweise unsere kleine Siedlung. Ja. Also das ist unser bescheidenes Palästchen. Achso, ja. Gut, mit dem Strom ist halt. Ich müsste das von außen. Wobei, ich weiß gar nicht, es sieht so aus, als wäre momentan gar kein Strom. Doch, es ist Strom da. Es ist Strom im Haus! Aber, ja. Es ist halt so eine komische Schaltung. So. Also, das ist unser Carport. Davon kann man dann runter in den Keller. Ich bin gerade überlegen, wie wir laufen, aber ich glaube, ich weiß, wie wir laufen. So, das ist unsere Garage. Ich hatte es im Livestream schon gezeigt. Jetzt haben wir seit neuerdings hier Umkleide. Und seit neuerdings haben wir das hier, dass wir die ganzen Bücher einfach nach Sachen sortieren. Weil wir haben auch schon alle Rezepte. Wir sind nämlich auf der Suche nach allen Büchern. Das ist unser Werkraum, beziehungsweise hauptsächlich der Werkraum von Tivan, weil der so für so Sachen zuständig ist. Und dann geht es weiter. Ich gehe, also wir könnten eigentlich hier oben hochgehen. Das tun wir gleich aber nicht. Ich wollte hier nur mal nach dem Generator gucken. Ja, dem geht's gut. So, dann gehen wir hier gleich aus der Garage mal raus, denn da gibt es ja noch einiges anderes zu sehen, und zwar meinen kleinen Kräutergarten. Ja, das ist halt der kleine Kräutergarten, weil ich auch am Anfang komplett für die Leute gekocht habe. Hier haben wir einen kleinen Teich. Hier haben wir unseren Armee-Heli. Da können bis zu 6 Personen drin sitzen. Das ist die erweiterte Mod. Automod. So, dann haben wir hier den kleinen Spielplatz.
mit kleiner Sitzgruppe. Ja, wenn man an die Sachen zu nah dran geht, verschwinden die manchmal. Das ist, wir wissen nicht, irgendwas stimmt nicht mit diesem Server. Gut, dann haben wir hier ne, Grill Session, ist bald eröffnet. Dann der Pool. Den Pool habe ich übrigens auch komplett selber gebaut. Ich sehe gerade, da habe ich es gesehen, da drinnen war was kaputt hier. Oh nein! Okay, ich habe kein Holz dabei. Gut, dann haben wir da einen Basketballplatz. Wir haben übrigens da einen Eingang. Das ist halt auch so mehr oder weniger mein Main-Eingang. Und dann haben wir hier den Eingang. Ja, eigentlich ist das der Haupteingang, aber das da hinten ist halt der Terrasseneingang. Dann kommen wir an in der Bibliothek mit kleinem Lagerfeuerchen, ne? Das sind halt diese, die Mod wird auch unten beschrieben. Das ist die unnötig, aber schöne Mod. Irgendwie heißt das sowas. So, das ist ne? Mein Zuckerzimmer mit kleinem Badezimmer. Was ich schön finde tatsächlich an der Mod am Badezimmer ist, dass man wirklich duschen kann. You enjoy a hot shower. Also man kann wirklich duschen. Und danach hat man auch so einen kleinen Stat-Buff. Wo ist es denn? Da ist es. Ja. Dass man sauber ist, ne? Man rennt schneller, hat mehr Kalt. Oh, jetzt bin ich auch doppelt. Ja, ich sag irgendwie der Server. Irgendwas hat der. Irgendwas hat der. So, dann wohne ich hier natürlich nicht alleine. Ich wohne hier mit dem Timan zusammen. Timan LP, der ist unten auch immer mit verlinkt. Und dann kommen wir auch schon zum Hauptbadezimmer. Also jedenfalls unten das Hauptbadezimmer. Oben das Badezimmer ist tatsächlich immer noch nicht fertig. So, das ist das Wohnzimmer. Mit hier einem kleinen Billardtisch, ne? Wenn man dann rausgeht und mit den Leuten zusammen grillt und so, kann man hier drinnen schön spielen, ein bisschen an der Bar sitzen. Das ist die Küche mit Essbereich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, das zu bauen, waren die Räume, sie wirkten riesig für mich und ich wusste gar nicht, was ich da alles reintun will. Und dann im Endeffekt, als ich angefangen habe, das alles zu bauen, dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist so wenig Platz. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ne, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, also es ist wirklich alles vorhanden in dieser Mod. Und ja, so. Dann kommen wir auch schon wieder zur Bibliothek. Und von hier aus geht es dann weiter zum hoch ins Trainingszimmer. Auch wieder mit Kamin. Und schön ein bisschen Drücke. Hier kann man auch ein bisschen, ne, beim Laufen oder beim Radeln kann man schön Fernsehen gucken. Dann hier unser kleiner Flur. Wie gesagt, das ist hier das obere Badezimmer. Ja, da ist, da fehlt halt die Dusche, der Duschkopf. Dann fehlen hier halt noch irgendwie Handtuchhalter und so Sachen. Das, ja, das müsste ich nochmal machen irgendwann. So, das ist dann unser Schlafzimmer. Was schön tatsächlich ist am Schlafzimmer, diese Betten sind wirklich unsere Spawn-Punkte-Betten. Das finde ich geil gemacht. Ja, ansonsten hier dann noch so ein Schrank. Und hier haben wir den Kleiderschrank. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hat man die Möglichkeit, man hätte diese Türen entweder von außen oder von innen machen können. Und wie ihr seht, habe ich sie jetzt von also die gehen dann auch nach innen auf. Die anderen wären nach außen aufgegangen. Und die hätte ich machen sollen, dann hätte ich vielleicht so eine Kleiderstange reinmachen können. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich diese Kleiderstange herbekomme. Also muss ich noch ein bisschen gucken. Bisschen gucken. So, dann haben wir hier die Dachterrasse. Ja. Hier kann man halt mit seinen Freunden dann auf der Dachterrasse chillen, ein bisschen Wein trinken und dann ins Schlafzimmer und, ne? Ein bisschen Bücher lesen. Ist es verschlossen? Ja, gut. Oben ist auch nur ein Heli und hier so die Zwischendecke, die ich jetzt mittlerweile die wir mittlerweile reingezogen haben. Hier hätte man noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche alten Sachen ablegen können. Da seht ihr auch die ganz kleinen Fehlerchen. ja, ist noch nicht passiert. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, ich hoffe, ihr fandet die Führung durchs Häuschen schön. Das ist natürlich ein absolutes Traumhaus, für mich jedenfalls. Hier kann man tatsächlich auch ein Kinderzimmer draus machen. Also man hätte auch
hier nochmal so einen, ne, Schlussstrich ziehen können, hier nochmal so einen Strich ziehen können und hätte hier auf jeden Fall ein Kinderzimmer draus machen können oder zwei sogar. Aber ihr seht, wir haben einen Trainingsraum. Nein, also ich bin auch echt am Überlegen, ob ich vielleicht den Trainingsraum ein bisschen verkleiner und stattdessen ein Kinderzimmer hinmache. Müssen wir gucken, müssen wir gucken. So, ansonsten steht das Kind halt bei den Eltern. So, was soll's. Okay, so, dann kommen wir mal weiter zu No Brain Found. Das ist ja auch einer aus der Community. Und der hat hier dieses kleine, bescheidene Anwesen gebaut. Ja, er hat halt eine kleine Burg gebaut. Mit allem drum und dran. So sieht das Ganze aus. Ist auch noch nicht fertig. Ich denke mal, da geht noch was. Tür, lass mich raus. Dann habe ich hier diesen kleinen Parkplatz gebaut. Weil wir haben ja diese Vehicle-Mod, da kann man halt die ganzen Fahrzeuge dann hier eigentlich zur Schau stellen. Aber es funktioniert nicht ganz. Ich denke mal, das liegt daran, dass ich hier diese Holzdinger gelegt habe. Die Fahrzeuge fangen dann an zu fliegen. Und das ist teilweise, ja, unangenehm. So, dann haben wir Tobias, der hier, ne, solides Betonblockhaus gestellt hat. Ja, muss noch alles angemalt werden. Es ist nicht jeder kann zu jeder Zeit spielen und von daher nur drei Garagen. Es ist schon ordentlich groß, das Haus. So, auch mit vielen Zimmern. Ich war ja schon mal drinne. Und ja, kann man jetzt auch sehen, ne? Da. Wir können auch reingehen. Also ich habe auch zu jedem Haus, ich hätte zu jedem Haus Zugang. So, das ist von Heretik, das Haus. Auch hier. Ich finde auch das Abgerundete finde ich sehr schön gemacht. Und ansonsten oben Heli-Landeplatz. Und ja, wir können ein bisschen durchs Fenster gucken. Höhö, Garage. Okay. Okay. Das waren Shotgun-Geschütze. Mittlerweile ist ja alles hier verriegelt und abgestellt. Wir haben ja auch überall die Geschütztürme stehen, damit wir einfach nicht gestört werden. Wir bewahren uns gerne unseren unsere Privatsphäre. So. Ja, und Reezy Justin, der hat sich an den Wohnwagen einfach was ein Häuschen hinten dran gebaut. Sieht auch eigentlich ganz nett aus, wenn man es so sieht. Es ist schon, ne? Ach, ich hab da echt noch nie reingeschaut. Aber da sieht man, ne? Bücherregale, die falsch herum angemalt sind. Aber okay. Ja. Auch interessant, dass man so einen Wohnwagen nimmt und sich nach hinten raus einfach so ein Haus dran baut. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat die kleine Führung gefallen. Die Falle haben wir uns ja schon angeschaut. Ich weiß nicht, wollen wir uns die nochmal genauer anschauen? Es ist eigentlich nicht nötig, oder? Die Falle hat übrigens sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Es gab einiges an Kritik, was unten rum die Falle angeht. Ich habe ja gesagt, wir haben so die zwei Stockwerke. Das war ein bisschen viel. Und die meisten sind auch nicht Fans, so wenn sie von zwei Seiten kommen können. Ich glaube aber tatsächlich, bei der Masse an Viechern, die wir haben, und bei der Masse an Menschen, die wir sind, das war für mich zum Beispiel bei der letzten Falle sehr, sehr unschön, muss ich sagen, dass sie wirklich nur von einem Loch kam und dann alle. Das heißt, es stand einer so hier vorne, hat geschossen und alle anderen, die hatten einfach, ne, die haben einfach dumm aus der Röhre geguckt. Deswegen wollte ich es diesmal anders machen, so dass alle von hier oben schießen können. Und ich weiß nicht. Man hat halt ein bisschen Zeit, während sie hier hochlaufen, ne? Ja, ich fand die Falle toll. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.